Freunde, ich war wieder einkaufen und habe wirklich sehr, 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 sehr spannende Produkte gekauft, die gerade in aller Munde sind. Ich habe aber noch keine Gelegenheit gehabt, die selber zu testen, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und heute komplett alles neu. Ich bin gespannt, was draus wird. Ihr süßen Mäuse, ich hoffe, es geht euch gut. Ich war gerade einkaufen und bin mal wieder so ein bisschen durch die Drogerie gegangen, habe geschaut, was ist als neu deklariert worden und worüber habe ich schon Content auf sämtlichen Plattformen gesehen. Und hierzu habe ich teilweise sehr, 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 sehr viel gesehen oder teilweise auch noch gar nichts. Und bei dem einen oder anderen Produkt kann ich mir vorstellen, warum ich noch nichts gehört habe. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr skeptisch, aber wir schauen mal, was draus wird. Bevor wir mit dem ersten Produkt starten, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Mir bedeutet sehr, sehr viel. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und wir starten auch direkt mit diesem Schätzchen hier. Das ist die 24 Stunden Face Cream von Jean & Len. Eine parfümfreie 24 Stunden Gesichtscreme für sensible Haut. Jean & Len hat ja eine komplette Skincare-Reihe rausgebracht. Ich habe bereits die Augenpatches probiert. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Hier ist natürlich kein Parfum mit drin. Es ist eine recht dicke Creme. Komplett natürlich unparfümiert. Fühlt sich sehr, sehr reichhaltig an. Mir fällt jetzt nicht direkt ein Vergleich ein. Von der Textur her vielleicht ähnlich wie diese Mousson-Creme. So ein bisschen weich, ein bisschen pflegend. Ist eine sehr, sehr zarte, einfache Creme, würde ich sagen. Ich finde das ganz spannend. Ich bin ja ein großer Jean & Len Oil-Fan, also deren Haut- und Körperpflegeprodukte. Haben mir bis jetzt sehr gut gefallen, das Make-up nicht so. Aber das hier fühlt sich sehr, sehr schön an. Super, super schnell eingezogen. Ganz, 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 ganz zart im Gesicht. Und ist natürlich schön, wenn man wirklich etwas Leichtes haben möchte. Hier ist Aqua, Glycerin und Niacinamid als erste drei Inhaltsstoffe mit drin, was natürlich schon mal sehr, sehr gut ist. Und fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ich bin gespannt, ob ich jetzt gleich, wenn ich Make-up rübergebe, vielleicht so ein kleines Würstchen kriege oder so. Ich habe aber auch noch nicht allzu viel Skincare heute gemacht. Fühlt sich wirklich spannend an. Bevor wir weitermachen mit der Base, ich habe nämlich nicht so viel Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich gesehen und ich habe darüber irgendwie noch gar nichts gesehen. Entweder ich war zu früh oder die Produkte oder der Content kommt zu spät. Weiß ich nicht. NYX Zero to Brow Gel. Das ist ein Longwear-Braugel, ein Augenbrauengel, vegane Formulierung und sieht so aus. Ich fand die Kampagne ganz spannend, aber auch ein bisschen verwirrend. Ich habe mir die Verpackung hier natürlich nicht so genau angeschaut. Hier ist auch ein Model, was Augenbrauen hat. Auf der Kampagne, auf der Theke, war aber ein Model, was gar keine Augenbrauen hatte und sie damit die Augenbrauen gemalt haben. Ist eine super, super Sache, um ein Produkt oder um die Effektivität eines Produktes zu zeigen. Ich stand aber davor und dachte mir, na, ich habe ja Augenbrauen, dann brauche ich das Produkt nicht. Sieht ganz spannend aus. Wir haben hier hinten, oh, jetzt sind meine Finger rutschig. So einen klassischen Spoolie. Und vorne, und das fand ich echt wirklich cool, ist eigentlich wie so ein Lipgloss-Applikator. Ich swatche ihn jetzt mal. Ich habe mich für die Farbe Ash Brown entschieden. Es gab drei zur Auswahl. Und das ist Tatsache wirklich wie ein Gel. Benutze als erstes den Spoolie, um durch deine Augenbrauen zu gehen. Es gab auch auf dem Aufsteller so eine Schablone. Brauche ich jetzt nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt einfach so durch. Da bin ich schon. Okay, schauen wir mal. Und bürsten jetzt einfach so ein bisschen durch. Okay, es ist extrem pigmentiert. Ja, okay, krass. Also du malst damit eigentlich eher deine Haut an als deine Augenbrauenhaare. Was bei einem Augenbrauen, also okay, ist ein krasses Ergebnis und das ging sehr, 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 sehr schnell. Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin ja eher so ein Freund von etwas zarteren Augenbrauen. Ob ich nicht vielleicht ein bisschen präziser sein kann. Ich nehme mir jetzt mal hier so einen kleinen Pinsel und probiere mir hier, ah, ist zu groß. Und probiere mir jetzt mal damit so ein paar präzisere Haare reinzuziehen. Okay, das funktioniert nicht. Dafür ist es natürlich aber auch, glaube ich, nicht gemacht. Also, das ist wirklich echt dafür gemacht gewesen, um jetzt hier einfach so ein bisschen durchzugehen und durchzubürsten. Ich bin es ehrlich gesagt nicht mehr gewohnt, so starke Augenbrauen bei mir selbst zu sehen. Es ist halt nicht ordentlich, ne? Also, du hast halt damit nicht so viel Präzision, sondern du gehst da einfach wirklich. Schau mal. Nee, es ist auch eher so ein bisschen gelig. Also du kannst damit nicht richtig Deckkraft aufbauen. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur um so, zack, im Bart verteilen. Um es nicht ordentlich zu haben, sondern wirklich um so ein
bisschen Deckkraft schon zu haben. Weiß ich nicht. Also die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht oder die Textur gefällt mir davon sehr gut. Ich glaube, ich muss damit einfach noch ein bisschen üben. Das bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, man muss... Das nervt mich schon, ne? Okay, wir lassen es jetzt erstmal so. Ich kann das Ganze nachher immer noch korrigieren. Die Idee ist ganz spannend dahinter. Auf der einen Seite hat es auch echt gut geklappt. Ich glaube, dass es mir persönlich ein bisschen zu doll ist mittlerweile. Ich habe natürlich aber auch recht markante Augenbrauen bereits. Deswegen würde ich da jetzt mal sagen, okay, es hält auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne? Also es ist wisch- und rutschfest. Wir schauen mal weiter. Und da hat Essence nämlich hier diesen Bright Eye Stick rausgebracht. Und ich glaube, dass das dasselbe Produkt ist wie das von Catrice, halt nur in fest. Es ist extrem hell. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil... Also wenn ich jetzt mit diesem Produkt unter meine Augen gehe, dafür ist es ja gemacht, um die Augen aufzuhellen oder den Augenbereich aufzuhellen, dann scheinen meine Augenschatten grau durch. Was man damit bestimmt sehr, sehr gut machen kann, das machen wir gleich auf der anderen Seite. Es hat auf jeden Fall reflektierende Pigmente mit drin, was schon ganz gut ist. Also ja, ich sehe diesen aufhellenden Effekt. Ich glaube, dass die Farbe einfach nur extrem begrenzt ist. Ich zeige euch mal, wie ich es vielleicht anwenden würde. Ich habe ja hier einen Color Corrector. So, der ist zum Korrigieren der Augenschatten gemacht. Ne? Das ist jetzt der neue von Huda Beauty. Ich blende ihn einfach so ein bisschen aus. Gehe ein bisschen rüber. Und habe jetzt mit diesem orange-rosigen Ton den lila Anteil in meinen Augenring zum Großteil korrigiert. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen hier vorne rübergehen. Ich lasse den meistens ein paar Minuten antrocknen. Das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht, weil ich hier direkt vor mir eine riesengroße Leuchte habe, die das reflektiert. Ich sehe aber im Spiegel, dass das Grau noch so ein bisschen durchkommt. Was es aber tut, und dafür ist es echt gut, ist, es reflektiert halt das Licht, um so ein bisschen zu kaschieren. Und jetzt kann ich mit diesem Bright Eye Stick punktuell mir ein Highlight setzen. Auch im Nachgang natürlich, wenn ich jetzt vielleicht schon Concealer drauf gehabt habe oder um so ein Nasenhighlight zu setzen. Aber um direkt unter die Augen zu gehen, funktioniert es bei mir natürlich nicht. Wie gesagt, ich bin aber auch nicht, und das sage ich immer wieder dazu, nicht das Maß aller Dinge. Ich würde mir den noch in anderen Farben wünschen, weil die Formulierung mir sehr, sehr gut gefällt. Ne? Dieses reflektierende, schimmernde, es hält auch recht gut und es ist halt extrem deckend. Okay. Oder, oh, wartet mal, ich will noch nicht zu früh. Wir probieren jetzt mal Underpainting aus. Underpainting ist im Prinzip, dass wir mit einer helleren Farbe schon mal unter der Foundation arbeiten, um uns Highlights zu setzen. Das erinnert mich so ein bisschen. Kennt ihr noch Clownweiß? Daran erinnert mich das so ein bisschen. So, und jetzt kann ich hier schon mal... Wow! Okay. Jetzt haben wir schon mal was Helles genommen. Es reflektiert extrem. Das sieht ganz krass in der Kamera aus. In echt bei weitem nicht so. Bronzer. Kann man ruhig ein bisschen übertreiben, ne? Contour. Sieht wirklich, wirklich wild aus heute. Und jetzt erst Foundation. Und dafür benutze ich so ein Duo Fiber Brush und blende mir einfach die Foundation so ein bisschen hier nur rüber, um das alles miteinander zu verbinden. Hab dadurch natürlich deutlich weniger Foundation, die ja immer so ein bisschen beschwerend ist. Soll jetzt kein tiefes Tutorial für Underpainting sein. Wenn ihr wollt, mache ich das nochmal. Aber es sieht dann so aus, als wäre die Kontur und das Highlight so ein bisschen darunter. Also, man kann diesen Under Eye Bright Stick mit Sicherheit sehr, sehr gut benutzen. Ich glaube, man muss nur so ein bisschen schauen, wie man ihn benutzt. Ich würde ihn persönlich eher als Underpainting schon benutzen. Schaut mal, weil das leuchtet schon echt durch. Für meine Augenringe funktioniert es nichts. Zum Highlighten ist es für mich auch nichts. Aber man kann damit definitiv was machen. Das Ding ist sein Hype wert, weil es für einige funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass diese Formulierung nochmal in anderen Farben rauskommt. Ich fixiere das Ganze einmal kurz, lasse das Ganze antrocknen, mache Concealer rauf und dann haben wir dieses Puder. Also ich muss sagen, die Augenbrauen sind mir für meinen aktuellen Style deutlich zu dunkel und deutlich zu intensiv. Ich glaube, man kann, also das Ganze, ich will nicht sowas sagen, weil die Formulierung ist genial, ne? Das hält, das ist richtig, richtig wischfest. Ich glaube, man muss es nur anders benutzen als so, wie ich es jetzt benutzt habe. Das schauen wir mal, was wir draus machen. Wir fixieren das Ganze mit dem Mineral Wear
Powder von Physicians Formula. Es hat drei verschiedene Farben. Gelb, Pink und Weiß. Es steht auch drauf, wofür was sein soll. Das gibt es aktuell im Rossmann Online Shop. Es gibt es vielleicht auch in einigen Rossmann Filialen. Ich bin jetzt... Ach, das ist natürlich clever. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, dass du es aufmachst und das dann aus allen Seiten rauskommt. Ach nee, doch nicht. Ist doch dumm. Ich dachte, dass du immer nur eins öffnen kannst und dann wieder verschließen kannst. Doch, kannst du. Wahnsinn. Guck mal, du kannst immer nur eins aufmachen. Wir starten mit Set. Sehr, sehr fein gemahlen. Damit nehme ich nur eine ganz leichte Schicht, damit wirklich nicht baken, sondern nur fixieren. Extrem weichzeichnend, extrem fein gemahlen. Sehr, sehr glatt unter den Augen. Nimmt sofort diesen Glanz weg. Oh ja. Dann hellen wir auf mit dem Pink. Da bin ich am gespanntesten. Weil pinke Puder ist super, super schwierig. Und das ist halt richtig pink. Schaut euch das mal an. Ich habe große Hoffnung. Oh ja, oh ja. Wir machen mal auf der einen Seite pink, dass ihr den Unterschied seht. Und auf der anderen Seite gelb. Es hält auch auf, muss man aber immer so ein bisschen gucken, für welchen Hautton es passt. Also ich glaube, ihr seht den Unterschied direkt. Wir lassen das Ganze jetzt mal kurz einen Moment drauf. Ich nehme so ein bisschen den Rest hier und gehe damit über mein komplettes Gesicht. Es fühlt sich auf den ersten Eindruck sehr, 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 sehr gut an. Ja, crazy. Also ich glaube, ihr seht den Unterschied direkt, ne? Hier ist es, also die pinke Seite ist deutlich, deutlich aufgehellter als die gelbe. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch gut miteinander einfach mischen kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss das mal noch mit ein paar verschiedenen Concealern austesten, aber bis dahin erstmal richtig, richtig spannend. Was sagt ihr? Vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt schon hiervon ausprobiert. Dann schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Da bin ich natürlich immer super gespannt drauf, einfach zu wissen, was ihr so vielleicht schon probiert habt und was nicht. Ich würde vorschlagen, ich mache mal ein kurzes Päuschen und in der Zwischenzeit schauen wir mal, was Dentura Naturkosmetik bei Happy Brush, den Natural Zahnputz-Tabs, können. Ich glaube, ich hatte euch noch nie hier oben ins Bad mitgenommen. Es ist halt ein bisschen, es ist auch ein recht hoher Raum. Okay, wir wollten die Dentura Naturkosmetik Zahnputz-Tabs einmal testen. Sieht so aus, hier sind 84 Stück drin, bis zu 6 Wochen Zähne putzen. Riecht intensiv. Man soll sie zerkauen, bis ein angenehmer Schaum entsteht. Test. Das fühlt sich so falsch an. Also es schäumt tatsächlich recht gut auf. Es schmeckt auch wie eine normale, sehr scharfe Zahnpasta. Also würde ich tatsächlich wieder benutzen, weil ich einfach glaube, dass das echt was Gutes sein kann, wenn man nicht so viel mitnehmen möchte. Wenn du weißt, du bist 3 Tage oder 2 Nächte unterwegs, dann packst du dir 5, 6 Stück in deine Tasche und sparst halt eine Menge Platz in deiner Waschtasche. Schmeckt auch recht gut. Also würde ich weiter benutzen. Und wir machen auch direkt weiter mit den Augen. Ich hatte ja eine kleine Pause, Mittag gegessen, Post kam, war noch ein bisschen was zu tun und ich war natürlich auch kurz draußen. Und ich muss sagen, mir gefällt das Puder sehr, sehr gut. Kleines Update für euch jetzt direkt schon hier am Video. Wir machen weiter hiermit. Das ist die Wow in a Box Mini Eyeshadow Palette von Catrice. Ich liebe ja dieses Format. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Palette. Und wir haben hier, es war ja immer sonst so eine Alternative zu den Natasha Denona Produkten. Hier haben wir nur einen matten Ton drin, was ich tatsächlich aber, glaube ich, gar nicht so schlimm finde. Ich bin aktuell ein großer, großer Freund, was heißt aktuell, schon eine ganze Weile, von diesen sehr monochromen Looks. Also wirklich nur eine einzige Farbe aufs Auge. Und das kann auch ruhig mal ein Schimmerton sein. Heute möchte ich tatsächlich wirklich zwei benutzen. Einmal natürlich den matten Ton und diesen Perlmutton. Das sind verschiedene Texturen. Wir haben diese folierten, klassischen Schimmer und dann auch nochmal diesen geflakten. Wir nehmen hier einen fluffigen Blendepinsel und ich nehme hier ein bisschen Produkt auf. Ist so ein richtig schöner, ich sag dazu immer Backsteinton, aber der geht eher so ein bisschen ins Orange. Sehr schön pigmentiert. Gehe ich auch gleich schon so ein bisschen mit aufs Augenlid und blende mir das Ganze aus. Diese Five in a Box Paletten sind mittlerweile, muss ich sagen, Tatsache, für mich so ein Staple in der Drogerie geworden, weil sie einfach nicht nur
phänomenal gut sind, sondern auch wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut sind. Ich mag kompakte Paletten sehr gerne. Ich finde, sie fühlen sich auch immer sehr, sehr hochwertig an. Sie haben jetzt hier sogar den Kunststoff so ein bisschen geändert. Das heißt, es fühlt sich noch deutlich, deutlich hochwertiger an. Sehr, sehr schnell. Okay. Und wir machen direkt weiter mit dem Finger. Ich gehe jetzt erstmal hier in diesen Schimmerton rein. Oh, super, super weich. Ah, ist das schon ein neuer Ton von Catrice? Nee, noch nicht. Wobei, doch könnte sein. Kann ich mir halt sehr, 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 sehr gut einfach nur mit einem Bronzer vorstellen. Bronzer in die Lidfalte und dann so ein Schimmerton hier mit drauf. Mir fehlt in dieser Palette Tatsache noch ein matter Ton. Was man machen kann, ist mit diesem Schimmerton hier außen einen ganz, 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 ganz kleinen Wing ziehen. Für so ein bisschen mehr Länge. Süße Palette, wie gesagt, mir fehlt ein weiterer matter Ton, um noch so ein bisschen mehr Tiefe mit reinzukriegen. Ansonsten, eigentlich wäre das auch schon eine gute Frühlingspalette gewesen, ne? Hätte mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Als Mascara benutze ich die 2000 Kalorie Mascara von Max Factor. Ebenfalls eine großartige Mascara. Die macht halt so Maxim-Wimpern, ne? Also nicht zu klumpig, super natürlich und trennt die Wimpern auch sehr gut. Verlängert sie aber. Kleines Update, jetzt auch immer noch zu dem Olaplex Wimpernserum. Genial. Habe ich mir nachgekauft. Süßer, sehr, sehr tragbarer Alltagslook. Wir sind aber noch nicht fertig, ihr süßen Mäuse. Wir haben noch was für die Lippen. Und zwar ein Lippenstift von Alverde Naturkosmetik. Pure Cream. In der Farbe Gentle Touch Nummer 20. Es hat ein sehr, 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 sehr hübsches Pressing mit drin. Und geht so ein bisschen in die Mauve-Richtung. Perfekte Herbstfarbe übrigens hier, ne? Also ich habe gerade Essen gemacht und mir mehrfach die Hände gewaschen. Vergiss es. Das bleibt da. Ich nehme wie immer einen braunen Augenbrauenstift und dann gehen wir hiermit einfach rüber. Er fühlt sich sehr, sehr cremig an, aber so ein bisschen schwerfällig cremig. Könnt ihr mir da folgen? Es gibt ja so Lippenstifte, die schmelzen sofort, sobald sie mit ein bisschen Wärme in Berührung kommen. Der hier nicht. Der ist eher ein bisschen fester. Was ich aber gut finde, dadurch hast du einfach deutlich, deutlich mehr Kontrolle. Wäre jetzt nicht die Lippenkombination zu diesem Look, die ich benutzen würde, aber wir testen beliebte, gehypte Produkte und machen auch direkt weiter mit dem Catrice Max It Up Lip Booster in Rot. Erinnert mich sehr, sehr stark an die von Fenty. Ich bin ja nicht so ein Fan von Lip Plumping Produkten, aber die Farbe musste natürlich sein. Okay, du merkst es sofort. Ist auch minzig. Menthol- und Chili-Extrakt für einen extrem Tingling- und Cooling-Effekt. Sehr, sehr glossy Gloss-Look. Alright, ihr süßen Mäuse, das war wirklich eine großartige Runde an spektakulären Neuheiten. Ich glaube, bis auf das Augenbrauenprodukt, aber nur, weil ich einfach noch nicht weiß, wie ich es persönlich für mich nutzen kann, war das wirklich echt sehr unterhaltsam. Alles großartige Produkte, Tatsache, dieses Puder hier, das werde ich mir nochmal genauer anschauen, weil ich glaube, dass das ein absoluter Gamechanger sein kann. Ich bin sehr gespannt, was ihr Neues in der Drogerie gefunden habt, wo ihr sagt, Maxim, ey, guck mal nach, schau mal, ob sich das Ganze lohnt, schreibt mir das in die Kommentare. Werde ich natürlich liebend gerne für euch machen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, wünsche euch den schönsten Tag und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.